Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir sind genau da, wo wir vorhin aufgehört haben und machen da auch direkt weiter. Zusammen mit einem der besten Songs im Baumodus. Ich finde es einfach immer wieder schön mit der Musik. Wir kopieren uns mal gerade direkt hier unser Gebäude für den Tunnel und platzieren uns den mal einmal hier am Eingang. Guck mal, wie tief man da reingehen kann für die blöden Züge, ey. Ich will aber gar nicht so tief. So? Ja. Wirkt erstmal deutlich schöner als vorher. Ja, hier, wie gesagt, brauchen wir Szenerie. Ach ja, man könnte so schöne Systeme irgendwie machen, indem man das alles ein bisschen dynamischer gestaltet. Ich habe schon überlegt, ob man vielleicht hier einfach, jetzt nur mal zur Veranschaulichung, wenn man hier einen Weg hinbauen würde. Den aber letzten Endes kein Mensch nutzen kann. Gerade gucken. Können wir da noch kürzer gehen? Nee. Dann hätte man so eine kleine Bodenplattform. Oder man sagt hier, okay, komm. Man baut hier doch irgendwie hoch oder so. Das ist es nämlich. Da geht er dann hier weiter. Ich weiß halt nicht, ob mir das gefällt. Auf der einen Seite ist es irgendwie cool, auf der anderen irgendwie nicht. Moment, ich mach mal einmal das wieder weg und mach das Ding hier einfach breiter. Das kann er jetzt nicht. Ach ja, weil er dann automatisch länger wird. Kann ich denn irgendwie das hier? Na, oh, der war gerade am Leuchten. Okay. Ich könnte mal einmal Tunnel aktivieren. Hm.
mache jetzt die Steuerung aber nicht ganz mit, ehrlich gesagt. Nee, das wird ihm dann zu großes Segment wieder mal. Ich würde es halt gerne einfach so auslaufen lassen. Also, das wäre das Schönste, wenn er das irgendwie könnte. Weil das ist jetzt vielleicht doch gar nicht so blöd. Das ist vielleicht auch nicht blöd, wenn man es dann so als Weg erkennbar macht. So als könnte man da unten, weiß ich nicht, so Maintenance, ne? Ihr wisst schon. Wenn man da was reparieren muss, dann machen wir hier einfach Szenerie hin. Die Ecke hätte ich natürlich gerne noch weg. Aber dann machen wir da jetzt so einen Stein hin oder irgendwie sowas. Genauso wie da. Und hier dann eben auch. Also wir werden das schon kaschiert bekommen. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Könnte ganz cool werden. So oder so kümmern wir uns jetzt ein bisschen um das Terrain, wie ich das schon öfter angekündigt hatte und ich es auch tun werde. Damit wir ein bisschen Klarheit bekommen, wie das denn hinterher alles so aussehen soll. Achso, ja, aber bevor wir das machen, das hier weg. Genau. Den hier machen wir... Ups, das wollte ich nicht. Dann machen wir hier die Steinplatte noch ein bisschen weg. Genau, auch da werden wir einen schönen Abschluss finden. Ich hatte mich da nicht an dem Maß des Gebäudes orientiert für den Weg, weil ich das nicht so weit nach hinten rausgehen lassen wollte. Und deswegen, da machen wir irgendwas Schönes drauf. Das sollte ja an sich erstmal kein Problem sein. Gut, so jetzt. Gefällt mir da die Einbuchtung? Ist direkt so die erste Frage. Durchaus. Aber ich würde es jetzt erstmal hier wieder alles ein bisschen näher ranbringen. Generell die Seite, die geht ja so ein bisschen in den Berg. Das darf auch ruhig einen merklichen Einfluss darauf haben. Dass das ja auch ein bisschen weiter reingeht, mal an manchen Stellen. Machen wir die Stärke ein bisschen weg, damit ich ein bisschen mehr Kontrolle habe. Mach hier so eine kleine Wulst, der so ein bisschen mehr Dynamik bringt. Also hier oben ruhig ein bisschen daran. Hier will er jetzt zum Beispiel auch schon gar nicht weiter. Wahrscheinlich, weil da der Weg ist. Man kann auch irgendwelche Collisions kann man deaktivieren in den Optionen. Da müsste ich mal gucken, welche das sind und wie das genau funktioniert. Das mache ich aber dann mal Zwischenfolgen. Solange ich jetzt nicht auf irgendetwas stoße hier bei diesem Bauprojekt, was das blöd macht und wo es ohne viel cooler wäre. Ich würde jetzt hier so ein bisschen mal abflachen wollen, damit da vielleicht die Mauer ein bisschen cooler dann noch durchkommt oben. Also, dass man hier so ein bisschen Gestein hat, was durchgeht und dann kommt oben die Mauer. Und das wird dann hinterher wieder mit dem Terrain aufgefüllt. Ich muss auch noch gucken, wo ich das mache mit Toiletten, beziehungsweise... Also hier könnte halt irgendwie gut so ein Foodstand hin, der hier dran geht. Hier kann definitiv was hin, vielleicht da dann sogar eine Toilette. Ansonsten hätte ich eben auch gesagt, vielleicht hier. Wobei, da könnte auch ganz cool sein, so eine Videoleinwand.
Ich habe schon überlegt, entweder mache ich so eine ganze Seite Videoleinwand oder nur so ein einzelnes Ding oder vielleicht da hinten komplett. Mal schauen. Das kann man hinterher noch sehen. Auch da kann man das Terrain natürlich dann immer noch anpassen. Das hier muss generell ein bisschen weiter zurück, damit die Mauer nicht zu sehr verschluckt wird. Ich hätte schon gerne hier zum Eingang einen schönen Übergang, sag ich jetzt mal. Da müssen wir natürlich ein bisschen tricksen, weil das nicht zu dem Gebäude gehört. Aber das macht nichts. Hier kann es dann gerne ein bisschen weiter raus gucken. Auf dieser Seite, wo wir eh so viel kaschieren müssen. Guck mal einmal, was hier unten so möglich ist. Mehr geht nicht. Okay, da noch ein bisschen. Gut. Das lassen wir so. Hier, die gefällt mir eigentlich schon sehr gut, die Kurve. An dieser Stelle möchte ich die gerne ein bisschen weiter raus haben. So, und der darf da ruhig so ein bisschen überdacht sein. Genauso machen wir das hier ein bisschen weiter an dieser Stelle. Ja, ohne dass es zu extrem aussieht. Hier nicht vergessen, der Tunnel wird ja noch größer, wenn die Strecke zurückkommt. Hier, wie gesagt, das Hotel so an dieser Ecke. Mit Blick dann in den Bahnhof. Es soll schon so ein bisschen offen bleiben. Nicht komplett dicht. Und wenn wir jetzt hier die Berge noch ein bisschen vergrößern hinterher, das sollte eigentlich kein Problem sein, dass uns das jetzt irgendwie stört, wenn es nicht direkt jetzt schon fertig ist. Hier haben wir halt die Linie. Gut, das sieht natürlich ein bisschen scheiße aus hier. Okay, aber erstmal bin ich damit zufrieden. Das kann erstmal so bleiben. Gut, dann machen wir direkt weiter hier mit den Wänden. So, unserem Farbmuster hier treu bleiben. Moment, irgendwas übersehe ich mal wieder. Achso, 2 Meter. Hoppa. So, da. Da sind wir und da geht's weiter. Hier müssen wir das Gebäude dann erweitern. Ich glaube vom Winkel, wenn wir das erweitern, dann brauchen wir hier schon fast gar nicht mehr noch dran gehen. Machen wir jetzt aber um einen noch höher. Das passt nicht, oder? Das passt. Dann Tschüssikowski. Mein Gott, ey, es ist immer irgendwas im Weg. Es gibt ja diesen alternativen Kameramodus, in dem bin ich jetzt gerade wieder drin. Aber der macht es auch nicht immer unbedingt einfacher, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht setze ich ihn auch nicht gescheit ein, das kann natürlich auch sein.
So, jetzt müssten wir theoretisch einen halben nach oben. Also so ein 2-Meter-Stück. Das könnte man natürlich auch einfach nehmen. Der Ordnung halber. Wo sind sie denn? 1 Meter, 2 Meter. Na gut, er hat die Farben übernommen. Das ist immer so meine größte Sorge. Ich habe mir die Farben auch ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich mache das einfach nach Gefühl dann immer wieder. Ah, komm. Einmal neu ausrichten. Nicht mit 2 Metern, jetzt zu hoch schon. Na, das wollte ich gar nicht. Nee, insgesamt passt das. Es ist ja ein bisschen abfallend vom Terrain und da ist es dann nämlich wieder passend. Wir haben es ja extra ausgemessen. Es wäre auch komisch, wenn es dann nicht mehr gehen würde. Genau. Okay, bevor wir jetzt lange überlegen, machen wir einfach weiter. Die Frage ist jetzt, wie schließen wir das ab? Ich würde hier auf jeden Fall einmal so weitergehen und ich überlege gerade. Inwieweit wir das brauchen. Hier geht's ja noch schräg. Ich würde das hinterher eigentlich alles immer so kaschieren. Ganz ehrlich. So, da an den Seiten, da kann halt ruhig richtig so der Fels durch. Und hier auf diesen Seiten, da machen wir dann das Mauerwerk, dass das wieder ein bisschen mehr durchkommt. Auch hier machen wir wahrscheinlich das Terrain nochmal ein bisschen anders. Also auf der anderen Seite passen wir das auch nochmal dann ein bisschen an die Mauer. Weil mir das noch nicht gefällt. Ist jetzt sehr schwer zu erkennen gerade. Jetzt mit dem Felsen natürlich wieder nicht durch. Aber wenn es nur so eine Stelle ist, ist auch irgendwie doof, ne? Dann machen wir einmal gerade ganz fix hier ein bisschen raus. Ein bisschen ist gut, aber nur ganz schön durchgehen. Und dann nochmal einmal weiter bearbeiten. Wir waren jetzt schon 2 hoch. Das heißt, wir brauchen noch einen halben, ne? Hatte ich doch gerade so vorgehabt. Und jetzt hat er die Farben schon wieder zurückgesetzt. Oder liegt das an dem Licht? Das kann auch sein. Mann, rechte Maustaste funktioniert nicht richtig.
Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Ach, um Himmels Willen, das müssen wir sonst hinterher nochmal anpassen. Von der Höhe passt's. Was mir hier jetzt noch nicht ganz gefällt, ist, dass es hier so durchgeht. Ja, aber da muss schon was. Da mache ich sie komplett weg. Weil das funktioniert gerade irgendwie nicht so gut. Und hier lasse ich es ein bisschen auch rauskommen. Dass halt so ein bisschen der Effekt entsteht, als hätte man eben auf den natürlichen Fels mit aufgebaut. An der Seite. Genauso wie dann im Prinzip hier. Und deswegen mache ich hier das jetzt auch doch wieder weg. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie anders noch gestalte hinterher. Das darf ruhig bleiben, aber hier mache ich so eine etwas markantere Kuhle. Das passt. Doch, es passt. Ich wollte gerade schon wieder sagen, es passt doch hinten und vorne nicht. Aber doch, es funktioniert. Wo ist die Kante? Im Prinzip ist die Kante hier. Also da nochmal ein mehr. Ich nehme jetzt einfach mal einen großen. Und hier sieht man schon, da ist es ein bisschen anders. Ich gehe hier mal auf 1. Damit das auch hier jetzt übereinstimmt. Ja, das kann auch gar nicht. Hier ist die Kante. Doch, der stimmt überein. Der auch. Optische Täuschung. Und die andere Kante habe ich jetzt halt hier. Da geht es an der Stelle aber auch nicht weiter. Darüber wird jetzt ja im Prinzip schon so ein Aufbau kommen. Also dass wir hier jetzt so das Fundament quasi haben. Dann kommt ein Aufbau. Und auf den Aufbau kommt das Dach. Genau. Hier werden wir auf jeden Fall auch irgendwie noch ein bisschen reingestalten. Aber nicht unbedingt als Außenmauer. Das möchte ich nicht zu viel machen. Ich möchte schon irgendwie diesen natürlichen Look bewahren und dann lieber so mit Szenerieobjekten arbeiten.
Ja, wir lassen das jetzt gerade erstmal so und werden uns da dann peu à peu anpassen. So, apropos anpassen. Gerade gucken, welche Farben wir da hatten. Die zwei dunkelste, dann glaube ich noch mal, ne? Das passt noch nicht. Also die erste ist die viertdunkelste Graustufe und dann zweimal die dunkelste Graustufe. Das hatte ich definitiv jetzt nicht überall. Die hier sind anders. Da war die zweite. Vielleicht ist das auch falsch. Die dritte. Dass da ein bisschen mehr Variation drin ist, aber es sieht trotzdem immer noch anders aus. Ach, aber ey. Man kann es auch immer so ein bisschen übertreiben. So, wir sehen jetzt, weil ich das vorhin manuell ja positioniert habe, dass wir da ein bisschen zu hoch sind. Deswegen mache ich das jetzt wieder tiefer, dass es hier mit von der Höhe ungefähr passt. Das hat ja schon ganz gut funktioniert. Paar Millimeter nochmal nach oben. Okay. Was mache ich denn jetzt? Szenerie kann man ja auch zu einem Objekt, zu einem Gebäude hinzufügen, oder? Gebäude bearbeiten. Szenerie. Doch, gehört jetzt noch mit dazu. Und dann wollen wir irgendwie erstmal als Fundament Steine haben. Das ist schon nicht schlecht. Also Natur. Büsche brauchen wir nicht. Mauerranken brauchen wir nicht. Unter welche Kategorie fallen denn jetzt Steine? Ach da, Felsen. Hoppala, Moment. So, mal einmal gerade ein bisschen umgesetzt. Laubwaldfelsen. Passen die hier rein? Die sind halt nicht ganz so hell wie die hier. Wie diese Alpinen. Sondern sehen so ein bisschen aus, als hätten die auch mal die eine oder andere Feuchtigkeit miterlebt. Die sind auch nicht schlecht. Die Tropenfelsen. Guck gerade nur von der Farbgebung, ob mir das gefällt. Die sind auf jeden Fall auch nicht schlecht, die Tropenfelsen. Mein Gott, warum sind die so klein? Aber ich glaube, die Laubwalddinger, die sind am besten geeignet. Keine größeren. Die sind so sinnlos sortiert. Wie das war. Das ist jetzt ernsthaft der größte, den ich da schon platziert habe. Na, das ist ja ein Träumchen. Aber okay, dann wird's halt detaillierter. Und ich würde auch mal wieder behaupten, das machen wir noch schnell. Zumindest grob hier mal die Steine mit reinbauen.
Bevor wir dann die Folge wieder beenden. So. Wir müssen ja nicht darauf achten, ob es jetzt wirklich so funktionieren würde, wie die gerade liegen. Es geht wirklich nur ums Optische. Und was wir gleich noch einmal schnell probieren, bevor wir die Folge beenden, wenn wir jetzt hier die Felsen hingelegt haben. Ein bisschen drehen, dass nicht alles ganz so gleich aussieht. Ist Folgendes. Und zwar würde ich ganz gerne noch die Texturen mal einmal angucken. Wir haben ja Customized Texturen dabei, aber wir können auch unter die Schienen tatsächlich Felsen legen. Ah, ja, da geht's schon wieder los. Da kann man so viele Details reinpacken in dieses Spiel. Na, ich will dich so nach unten. Danke sehr. Ich hangel mich mal gerade hier an den dicken Steinen vorbei. Nee. Ja, so. Oh, der ist ja auch schon groß. Nehmen wir nochmal den ganz großen, packen den dahin und dann dahin und dann vielleicht nochmal so dahin und nochmal so dahin. Dann können da vielleicht noch ein paar. Ja gut, nee, Sträucher eigentlich nicht. Das soll ja schon, es soll ja nicht so wirken, als wäre hier, wird hier ständig der Regen rein tropfen. Das wäre auch irgendwie doof. Genau, jetzt gucken wir doch auch noch einmal schnell ins Terrain, in die Malerei. Fels, das ist doch genau das, was wir brauchen. Hier habe ich jetzt schon kaum noch Lücken. Ich muss auf jeden Fall mal die Stärke verändern. So, dadurch wirkt das nämlich dann schon direkt ein bisschen besser. Das gleiche nochmal schnell auf der Rückseite. Dass es nicht zu sehr hier nach diesem Sandstein aussieht. Den ich eigentlich auch sehr mag. Aber hierfür ist es jetzt ein bisschen unpassend. Genauso platzieren wir hier natürlich noch. Also machen wir auch irgendwie so einen eigenen Ausgang für den Tunnel. Und platzieren dann da auch wahrscheinlich so Steine. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, ja, dann kommt's langsam. Hier müssen wir noch irgendwas machen. Da machen wir eine Deko. Im Zweifelsfall auch einen Stein. Das habe ich jetzt einfach nicht besser hinbekommen, weil der andere Weg zu nah ist. Aber so finde ich das elegant gelöst. Dadurch, dass wir jetzt hier so einen Weg gebaut haben, ergibt es schon durchaus Sinn, was wir hier haben, so von der Konstruktion. Und der Zug fährt dann hier schön drumrum und dann da rein und dann ist er weg. Dann machen wir noch schön hier den Eingang ein bisschen
Und insgesamt kommt es Schritt für Schritt. Ja, perfekt. Gut. Wir haben, wir pendeln uns langsam ein von den Zeiten. Ich versuche auch nach wie vor, dass es nicht immer zu lange dauert alles. Auch wenn wir uns Zeit lassen wollen, aber es soll ja auch trotzdem ein bisschen vorangehen. Aber ja, das findet alles irgendwie so seine Balance im Laufe der Zeit. Deswegen an dieser Stelle einen schönen Gruß in die Runde. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und habt einen super Tag.